Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Samstag, der 4. November. Unsere Tipps glänzen heute mit großen Hollywood-Namen. Doch nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Unsere ProtagonistInnen müssen mit schwierigen Situationen klarkommen. Unser erster Tipp ist ein etwas anderer Film von Steven Spielberg. In Die Fabelmans geht es um den kleinen Sammy Fabelman, der zum ersten Mal mit seinen Eltern ins Kino geht. Der Kinobesuch hinterlässt bei ihm einen bleibenden Eindruck und er fängt an, selbst Filme zu drehen. Sein Hobby lässt ihn nicht mehr los und Sammy will Filmemacher werden. Seine kreative Mutter unterstützt ihn bei seinen Ambitionen. Sein strenger Vater allerdings denkt, es sei Zeitverschwendung. Die Lichter verändern, wie alles aussieht. Ich finde unser Haus gar nicht. Unseres ist das dunkle Haus, das ohne Lichter. Konzertpianistin hätte sie werden müssen. Ihr Herz und eins, die schlagen gleich. Etwas zu lieben reicht nicht, man muss sich auch darum kümmern. Das ist viel wichtiger als dein Hobby. Hörst du bitte auf, es Hobby zu nennen. Welche Stelle hat dir am besten gefallen? Die Situation bei Sammy zu Hause wird immer schwieriger und er konzentriert sich immer mehr aufs Filmemachen, auch als Ablenkung. Die Fabelmans ist sehr autobiografisch angehaucht. Steven Spielberg verarbeitet darin auch seine eigene Kindheit und Jugend. Ihr könnt den Film ab heute bei Wow streamen. Auch die Protagonistin in unserem nächsten Tipp hat ein Hobby, das sie nicht loslässt. Im Film Quiz Lady geht es um Anne, den wohl größten Quizshow-Fan der Welt. Sie verpasst keine Folge ihrer Lieblingssendung namens Quiz Show. Und auch sie lenkt sich mit ihrem Hobby ab, denn ihre Familie ist ziemlich verkorkst. Zu ihrer Schwester hat sie ein eher schlechtes Verhältnis und ihre Mutter kämpft mit Spielschulden. Eines Tages bekommt Anne einen Anruf. Ihre Mutter ist verschwunden und jetzt wollen die Geldeintreiber die Spielschulden von Anne eintreiben. Zusammen mit ihrer Schwester Jenny begibt sie sich auf einen Roadtrip, um ihrer Mutter aus der Patsche zu helfen. Und es gibt nur einen Weg, das Geld aufzutreiben. Anne muss die Quizshow gewinnen und den Hauptgewinn kassieren. What is the square root of 196? 14. Correct. How many hearts does an octopus have? 3. Correct. What? Saffron, Saturn, Aphrodite, Apollo, Aries, carbon dioxide. The equal sign. Correct. Oh my god. What? You know this game. This is how you're gonna make the money. Hold up. I can't play on live TV in front of millions of people. I'll let you get to it. I know you gotta get through hair and makeup. I already went through hair and makeup. Well, and you missed a spot. I can't do this. Am I sweating? Yeah. You know what? Put your arms down. Quiz Lady kommt übrigens mit Starbesetzung daher. Sandra Oh spielt Annes Schwester, Will Ferrell spielt den Game-Show-Host und Anne wird von Awkwafina gespielt. Die Komödie Quiz Lady könnt ihr jetzt bei Disney Plus gucken. Zum Schluss erzählt euch jetzt Schauspieler Sylvester Stallone von seinem Leben und seiner Karriere. In der Doku Sly geht es unter anderem um die Parallelen, die ihn mit seinen berühmten Rollen aus Rocky, Rambo oder The Expendables verbinden. Stallone musste zum Beispiel gerade am Beginn seiner Karriere, als er noch ein Underdog war, hart dafür kämpfen, überhaupt Rollen zu bekommen. Er wurde nicht besetzt, weil er vermutlich als unbesetzbar galt. Diese Ablehnung wurde mein Ansporn. At that point, mein Schicksal wird immer vom Schreiben abhängen. Dahinter steckt Genialität. Das war kein Zufall. Dort fand die Premiere von Rocky statt. Mein Bruder meinte, das könnte der beste oder der schlimmste Tag werden. Es passierte was Magisches. Man konnte den Jubel aus dem Kino draußen auf der Straße hören. Auch wenn es am Anfang schwierig war, sieht Sylvester Stallones Laufbahn nach einer Glanzkarriere aus. In der Doku spricht er aber auch über die Schattenseiten einer Hollywood-Karriere. Er sagt zum Beispiel, dass die Familie durch den Erfolg bei ihm immer zu kurz kam. Ihr könnt Sly jetzt bei Netflix streamen. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr Tipps habt, die wir unbedingt weiterempfehlen sollen, oder wenn ihr Wünsche oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm oder schickt uns eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns immer über Post. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht, Audioproduktion Henrike Heidenreich.
Ich bin Michelle Paulina Kolberg. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.